So, und damit herzlich willkommen zum schweren Spiel wieder, Way of the Hunter. Ich bin heute gespannt, wir machen ein paar Quests wieder. Wir gucken uns natürlich wieder die Umgebung an, machen ein bisschen Herrenpflege, schauen mal, was wir so sehen, was wir so finden. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Na dann, let's go. Na dann, schauen wir mal. Dann ersetzen wir mal die Waffen, die wir jetzt haben. Nee, das so viel Geld habe ich nicht, oder? Long Range, Stufe 6, Stufe 6. Mal, was hat die... Hunter 2 hat 7 mm. Die sind halt schon krass, ne? Die sind halt schon krass vom Kaliber, ja. 270 würde ich jetzt erstmal. Magazinkapazität 4. Wir testen mal die Remington 7600. Die kann ich mir leisten. Und die nehmen wir jetzt mal statt der Pro Hunter 2 mit. Das neu, dass so kleine Vögelschwärme jetzt hier überall aus den Büschen kommen. Also so ein bisschen was haben die ja gemacht im Update. Ne? Ich hoffe, die haben es nicht wieder verschlimmbessert. Konnte ich noch nicht feststellen. Es hat mir auch noch keiner gesagt, dass es so ist, so sein könnte. Nicht so wie bei dem Update, wo wir auf einmal das falsche Alter an den Tieren hatten. Das ist, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. THQ Nordic, hä? Hörst du mich? Ich bin mir sicher, diese Vögelschwärme sind neu. Die habe ich vorher noch nicht gesehen. Die müssen reingepatcht worden sein. Das ist einfach ein Schwarzbär. Alarmiert. Müssen wir schauen. Wir haben auch Rückenwind. Wollen wir nicht hinkriegen. Schwarzbär ist noch nicht erschrocken. Vielleicht kann ich gleich zum ersten Mal die Waffe ausprobieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Bär wirkte unbeeindruckt. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Joule-Zahl geguckt, ob wir da überhaupt im grünen Bereich waren. Also, kleine Menge Rot. Das war schon der zweite Abschuss, ne? Könnte sie sein. Das ist zumindest auch wieder ein weiblicher Schwarzbär. Könnte sie sein. Aber ich weiß ich nicht. Das wäre meine Chance, vielleicht die nochmal richtig zu treffen. Aber ich habe jetzt schon zweimal auf sie geschossen. Aber ich glaube, das spielt ja in dem Spiel gar keine so große Rolle. Das war ein guter Treffer. Und da liegt sie. Ja, ist vielleicht nicht das sauberste Gameplay gewesen, aber wir gucken uns den Bären auf jeden Fall an. Aber natürlich keine Wertung, weil es ein Weibchen ist. Finde ich auch ein bisschen schade, warum man nur Männchen in Wertung schießen kann. Ich meine, bei Hirschen und so macht es Sinn, wegen dem Trophäenorgan, also wegen dem Geweih. Aber bei weiblichen Bären, also in Call of the Wild kann man ja auch weibliche Bären schießen. Ist aber kein Kaliber für Bären. Nee, ich hab schon gemerkt, dass es, glaube ich, auf 100 Meter tricky ist. Das sollte ich auf 100 Meter nicht auf Bären verwenden. Jetzt bei 200 Metern hat er mir angezeigt, dass es schon okay ist. Da war es gelb. Wir gucken uns das mal an. Ich muss mich ja ein bisschen rantasten hier an die Waffe. Und vor allem auch ans Bären schießen. So oft habe ich noch keinen Bären geschossen. Ich glaube, 2 oder 3 Mal in dem Spiel oder so. Also, Bären sind echt selten. Finde ich. So, okay. Der erste Schuss, das war unten am Wasser. Der ging ins Fleisch. Und in den Knochen.
Der zweite Schuss. Auch Fleisch und Knochen. Der dritte Schuss dann. Linker Lungenflügel. So, Übersicht. Jagdwertung 3 von 5. Ja, ja, da weiß man jetzt nicht, was haben wir falsch gemacht. Ja, ich denke mal, es war auf die ersten Schüsse war es halt zu, war die Energie zu viel. Ja, naja, ist okay. Ich finde es ein bisschen unnötig, so viele Stufe 6 Waffen rein zu friemeln in das Game. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Wir hatten doch schon eine Stufe 6 Waffe, mit der wir gar nicht, mit der wir eigentlich gar nicht schießen können, weil die auf 400 Metern erst verwertbare Wapitis abwirft oder so, oder Elche oder was auch immer. Muss das sein? Darum habe ich mir jetzt auch extra die Stufe 5 Waffe ausgesucht. Weil ich mir dachte, ja, die Pro Hunter 2 ist auch Stufe 5, die ich habe. Die schießt zumindest keine großen Löcher. Also nicht so eine großen Löcher. Ich bin gern für alles gewappnet. Wenn ich solche Touren mache wie jetzt. Da habe ich immer gern lieber eine Waffe dabei, die ein bisschen schwächer ist für das stärkste Tier, aber mit der ich das stärkste Tier trotzdem tödlich und verwertbar treffen kann. Dafür habe ich aber nach unten viel Luft. Ne? Also damit kann ich dann halt auch in Wildschwein schießen. Naja, aber genug gemeckert. Es gab zumindest Content fürs Game. Probier die neue Waffe natürlich sehr gern aus. Hat bis jetzt auch... Also ich muss sagen, beim Schießen hat die schon Spaß gemacht. Schnell nachgeladen, finde ich gut. Oh, lol. Der hat 4 Sterne. Aber ich darf hier nicht jagen. Ach, geht mir das auf den Sack. Ich muss eigentlich nur noch ein Tier im Sumpf entdecken. Und ich glaube, das ist diese komische... diese eine Ente da, die nicht Quark-Quark macht, sondern die so komisch pfeift. Wisst ihr, was ich meine? Digga, das ist die eine Ente da, die nicht so Quark-Quark macht, Digga. Ach, ihr wisst doch, was ich meine, Mann. Wie heißen die? Veilchenente. Siehst du, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich muss nur kurz überlegen. Veilchenente. Nee, okay, ich habe doch noch nicht alle entdeckt. Eine Veilchenente? Dachte ich, jetzt habe ich noch nicht entdeckt. Also mir fehlt eine Tierart. Was gibt's noch im Sumpf? Es gibt Enten. Und es gibt, Elche. Gibt's noch Gänse, glaube ich, ne? Noch keine Gansspur entdeckt. Rostschneegans. Da ist er. Mission aktiv. Aktiv, sage ich schon. Mission fertig. Lol. So, kriege ich jetzt das Gebiet hier? Gib es mir. Neue Mission. Sieh nach. Was holst du? Lieblingsplatz auf den Schmuckstücken. Lol. Oh, lol. Oh, nö. Nö, Digga, nö. Ich will doch einfach nur diese Elche da unten jagen. Geronimo! Alter! Ja, die Elche ziehen da sowieso schon weiter. Mann! Egal. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Hab mich festgefahren. Festgefahren. jetzt habe ich mich festgefahren und muss aber da runter. Ich muss da runter. Ach nö. Na los, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss einen Abschleppdienst rufen. Ja. Das geht sonst nicht. Was ist denn hier los? Hab ich aber auch richtig schön festgerapt an dem Stein hier, ne?
Digga, jetzt muss ich zu Fuß laufen. Och nö, das ist noch so lang. Och Mann, geh doch mal weg hier, du Auto. Sind die Elche nachher sowieso nicht wieder. Die Elche sind bestimmt über alle Berge. Wenn ich endlich hier jagen darf in dem Gebiet. Aber dann slide ich vielleicht so straight in die Trinkzeiten rein. Na, guck mal. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und ich hoffe, das war die letzte Mission. Erlege einen Elch mit einer Trophäenwertung von 2 Sterne oder mehr. Lol, ich hab ja nicht mal... Och Mann. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich darf doch hier nicht mal jagen. Jetzt muss ich mir einen Elch in den Randgebieten suchen, die ich vorher bejagt habe. Lol. Also, jetzt steht er gut. Er hat sich schon wieder bewegt. Nee. Ist das ein Affe? Und ist jetzt noch ein Elch? Sind das die gleichen? 200 Meter ruhig. Gucken wir die erstmal an, bevor ich hier... Ich habe ja die Spur markiert. Mit meinem Elch. Er ist jung. Er ist auch jung. Auf jeden Fall eine neue Gruppe an Elchen. Die ich vorher noch nicht gesehen habe. Wenn hier 2 Junge dabei sind. Ist mir egal. Also ich könnte jetzt auch einen jungen Elch schießen. Hauptsache, er hat 2 oder mehr Sterne. Aber das sieht nicht danach aus. Haben alle hier nur noch einen. Natürlich jetzt die Frage, habt ihr noch einen bei euch? Oder besteht eine Gruppe aus Elchen immer aus 2 Männchen und je nachdem Weibchen so viel, wie die brauchen? Das wäre jetzt eine super Entfernung, ein super Winkel für ein 2-Sterne-Elch. Würde ich mega feiern, aber es soll nicht sein. So, den haben wir richtig schön in die Lunge reingetroffen. 250 Meter. Jagdwertung 5 von 5 Sternen. Aber der hatte halt nur 1 Stern. Leider. Schade. Es ist jetzt die Frage, ist das der andere von dem vorhin, den wir da geschossen haben? Der andere, der auch ausgewachsen war mit 1 Stern? Oder ist das vielleicht ein 2-Sterne? Easy peasy. Naja, aber 1 Sterne ausgewachsene Tiere müssen ja auch raus. Und wenn wir heute die Remington so ein bisschen an den Elchen testen, ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde die bis jetzt sehr gut. Ihr habt's gesehen. Der erste Schuss war nicht ganz so gut, der zweite Schuss dann und er lag. Müssen wir natürlich gucken, welche Organe haben wir da getroffen. Bei einem Herztreffer liegt alles, aber... wenn wir so gute Single-Lunge getroffen haben und er bleibt liegen, dann ist das schon für die Waffe nicht schlecht. Und so ein Elch hat ja schon einen krassen Metabolismus. Also unser Elch. Erster Schuss. Rückgrat. Ja, also gut, dass wir noch ein zweites Mal geschossen haben. Und der ging diesmal dann direkt ins Rückgrat. Okay, verstehe. Also der hätte einen Rollstuhl gebraucht, um abzuhauen. Auch nicht schlecht. So, Jagdwertung dafür nur 4 von 5 und das ist der ausgewachsene mit dem 1 Stern. Schade. Aber 32,78 musste raus. Was wollen wir machen? Hast du inzwischen schon sehr gemerkt, wie sich deine Haare verändert haben? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich bin auch noch der festen Überzeugung, dass das Spiel nicht so komplex ist. Ich glaube,
In der Herde spawnen Männchen. Und diese Männchen haben dann zufällig ein Potenzial von 0% bis 100%. Ne? Ein genetisches Potenzial. Und es macht halt Sinn, die ausgewachsenen Tiere mit einem Stern rauszuschießen. Weil die können ja einfach ihr Potenzial nicht verbessern. Und ich glaube, so funktioniert das Game. Und wenn du dann mal wirklich ein Jungtier, also man soll halt nicht auf Jungtiere schießen. So, das ist eigentlich, ich glaube, der ganze Zauber. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Das war bis jetzt nur so meine Empfindung davon, wie das Ganze funktioniert. Nee, glaube ich halt auch nicht. Ich glaube nicht, dass du eine Herde hast, wo 4 oder 5 Sterne Hirsche existieren und da spawnen dann nur noch 4 oder 5 Sterne Hirsche in dieser Herde. Nein, das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben, da wird ein zufälliger Wert ermittelt und dann spawnt das Ding und du musst dann halt gucken, wenn es ausgewachsen ist, ob's, wie viel Sterne es hat und ob sich das lohnt für dich, das rauszuknallen oder nicht. Oh, keine Ahnung. Aber im Grunde schießt man in diesem Spiel jedes ausgewachsene männliche Tier tot. Und eigentlich ausschließlich ausgewachsene Tiere. Weil dann kannst du einfach nichts falsch machen. Verstehst du, was ich meine? Weil der Fünfer in der Herde ausgewachsen, der bringt dir ja auch nichts. Was bringt er dir? Der bringt nichts. Der macht keine Jungtiere. Ich dieses Statement jetzt von mir wieder ins YouTube-Video schneide, dann kriege ich wieder böse Kommentare. Hast das Spiel nicht verstanden? Wie viele Spielstunden hast du denn im Game? Ich habe schon viel mehr. Und das ist alles nicht so, wie du sagst. Ist okay, kann doch jeder seine eigene Meinung haben. Es ist auch aber vom Entwickler nicht bestätigt worden. Also, solange der nicht sagt, so ist es, können wir alle nur mutmaßen. Also, was soll der Scheiß? Hä? Hä? Böse Kommentare sind auch Kommentare, push das Video. Ja. So kann man das auch sehen. Ne? Ja. Ja, genau. Also, ich weiß es nicht. Also, wenn sich wirklich irgendwann mal jemand hinsetzt, ich werde es nicht tun, aber wenn sich irgendwann mal jemand hinsetzt, eine Herde durchgehend beobachtet, Strichlisten führt, ich habe die Tiere rausgeschossen, das Potenzial der neuen Tiere ist so, und dann irgendwo einen Trend entdeckt, dass das wirklich nach oben geht, aber letztendlich wird es ja den Fakt nicht umwerfen, das Resultat unterm Strich, dass man einfach jedes ausgewachsene Tier aus der Herde schießen sollte. Egal, wie viel fucking Sterne der hat. Und eine Fünferwaffe, die Fünferwaffe habe ich dabei, habe ich gerade so ein bisschen gegen Elche getestet. Läuft sehr gut. Also bei Elchen, Top-Waffe für Elche, finde ich gut. Genau, ist kein DLC, also auch kein kostenloses DLC, beziehungsweise kein Bezahl-DLC, ist einfach mit dem Update reingepatcht worden. Ist Grundbestandteil des Spiels. 4 Waffen der Firma Remington. Ich habe jetzt hier eine 270 dabei. Und wie gesagt, auf Elche. Top Ding. Hatte heute zweimal schon den Fehler, dass ich entweder eine Markierung nicht setzen konnte mit X oder eine nicht löschen konnte. Also beim ersten Klick. Was ich meine? So, der hat einen Stern. Wir hatten doch hier eben. Da ist einer mit 2 Sternen. Der ist hier hinter dem Busch, ne? Der ist auch ausgewachsen. Der ist jung. Also den Ausgewachsenen mit einem Stern, den können wir safe rausnehmen. Da machen wir nichts falsch. Und bei dem anderen, der hat 2 Sterne und ist ausgewachsen, den würde ich fast lieber schießen. Aber der hat sich da so reingelegt in den Busch. Bleiben Sie stehen. Schauen wir uns mal an, ob wir mit der Remington 270 auch auf Maultierhirsche aus 150 Meter Entfernung schießen dürfen.
Auf jeden Fall ein schöner Doppelung-Treffer. Und 5 von 5 Sternen. Läuft. Kann ich also auch dafür nehmen. Ich meine jetzt, also das waren jetzt 130 Meter. Oder? Entfernung 140. Okay, 140 Meter. Das ist natürlich die Frage, 100 Meter. Was passiert dann? Reißen wir da vielleicht ein zu großes Loch rein? Jetzt frage ich mich aber auch schon wieder, der ist ausgewachsen, hat 2 Sterne und 83,75 Potenzial. Das ist eigentlich nach meiner Rechnung sind das 3 Sterne. Ich hoffe, es war kein Jungtier. So, auf jeden Fall schön rechte, linke Lunge, Doppellunge. Und es war ein Jungtier. 84,97. Lol. Den hätte ich nicht schießen sollen. Egal. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Video Way of the Hunter. Ich habe heute die, von dem neuen Waffenpack von den Remington die 270, Kaliber 270 ausprobiert. Für Elche und jetzt auch Maultierhirsche gar kein Problem. Gar kein Problem. Finde ich gut. Bei den Bären, bei der Bärenfrau, die ich am Anfang des Streams oder des Videos geschossen habe, war die Waffe leider ein bisschen zu heftig. Aber finde ich bis jetzt sehr gut. Vom Klang her, vom Gefühl her, vom Nachladen, finde die Waffe geil. Beim nächsten Mal werden wir dann die anderen 6er Waffen uns auch nochmal angucken. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao!